Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei We The Revolution. Ja, wir waren beim letzten Mal am Ende dieses Falls hier stehen geblieben, um den Jean, den Erstürmer der Bastille, der sich früher mal verdient gemacht hat und jetzt der Vergewaltigung angeklagt wurde von einer Verwandten des Gouverneurs der Bastille. Ja, angeblich ist das alles im Einverständnis der Dame geschehen, so sagt er zumindest selber aus. Die Hauslehrerin von der Dame, um die es hier geht, die wiederum hatte allerdings sich ein klein wenig in Widersprüche verstrickt, sodass die Schuld, also würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen, ich musste das jetzt hier nochmal ein bisschen neu reinspielen, den Fall, auf gar keinen Fall eindeutig erwiesen ist. Ein Kompromiss wäre jetzt gewesen, wie die Jury es möchte, ihn ins Gefängnis zu stecken, aber da seine Schuld nicht einwandfrei bewiesen werden konnte und auch die gemeinen Leute und die Revolutionäre ihn auf freiem Fuß sehen wollen, habe ich das jetzt auch entsprechend gemacht. Ich hoffe, die Jury ist mir nicht allzu böse. Wir haben ja eh schon Enemy at Courthouse hier. Das heißt, wir verlieren eh schon Einfluss ohne Ende, Reputation. Das ist alles nicht so gut, aber wir haben jetzt ein paar Punkte wieder dazu bekommen, auch einen Influence-Punkt, also einen Einflusspunkt. Schauen wir mal, wir gehen weiter. Da waren wir nämlich beim letzten Mal, soweit ich das weiß, stehen geblieben. Und dann schauen wir mal. So, wir haben hier einen Regierungsoffiziellen. Aufgrund der Einrichtung des revolutionären Tribunals müssen wir einen offiziellen Stempel oder ein offizielles Stempelkissen vorbereiten. Ich wurde damit beauftragt, Sie danach zu fragen, Bürger, denn Präsident Devoyer ist unpässlich. Wie viel hat er denn diesmal wieder getrunken? Das konnte er mir leider nicht sagen oder er war nicht in der Lage, es zu sagen. Sollen wir fortfahren? Okay, Präsident Devoyer ist also auch kein so besonders sinistrer Charakter. Oder vertrauenswürdiger Charakter, sollte man sagen. Ja, hier können wir noch ein paar Details festlegen. Ich lasse das erstmal hier frei. Ich habe mir da schon vorher was überlegt. Hier mit dieser schönen, mit diesem schönen, wie nennt man das? Jetzt komme ich gerade nicht. Die Lorbeerblätter sind das, glaube ich, ne? Ich nicht alles täuscht, aber das, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und als Symbol können wir hier einiges auswählen, was immer hier auch diese Axt da zu suchen hat, die Waagschale, das Buch der Gesetze, wir nehmen hier die Institution, das Gericht, wir nehmen das hier ernst, ja, ein Monument, das hier im Stempel drin steht und auf dem Bottom, da machen wir mal dieses hier. So soll unser Stempel dann also bitte aussehen. Mit der Unterschrift von Fidel unterschrieben. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, es ist schon spät. Das Stempelkissen sollte bereits morgen fertig sein. Gute Nacht. Okay. Ja, jetzt müssen wir wieder entscheiden, was wir mit unserer Familie anstellen oder mit unseren Familienmitgliedern. Ach, im Übrigen, ich habe gar nicht erwähnt, ich nehme das jetzt hier ganz normal als YouTube-Projekt weiterhin auf. Das wird auch vom Angehauen in ein normales Let's Play überführt, weil ich das Spiel sehr spannend finde. Man kann darüber sicherlich streiten, dass das Spiel die ganze Zeit offenlegt, was für Auswirkungen die Entscheidungen haben. Das könnte, also ich bin mir da noch nicht hundertprozentig drüber sicher, aber es könnte tatsächlich ein bisschen problematisch sein, weil man natürlich versucht, zwischen den Fraktionen zu lavieren, aber genau darum soll es in dem Spiel wiederum auch gehen. Von daher habe ich mir da noch keine abschließende Meinung drüber gebildet. Vielleicht könnt ihr das mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet, dass wir dort bei den Gerichtsurteilen genau sehen, was die Auswirkungen auf die Bevölkerungsteile, auf die Jury sind, auf die Familie. Das ist sicherlich diskussionsfähig, würde ich mal sagen. So, wir können am Fall arbeiten, den wir morgen bekommen. Das würde natürlich alle ein bisschen verstimmen, aber auch mehr Frageeffekte. Ah, okay, mehr Question Effects. Ah, okay, das würde also mehr Effekte verdeutlichen, sodass wir uns denken können oder dass wir genau sehen, welche Frage welchen Effekt direkt hat auf Freispruch oder Todesstrafe oder eben Gefängnis. Das ist ganz interessant, wird aber alle Familienmitglieder unglücklich stimmen, wenn wir keine Zeit mit ihr verbringen. Und
Ich behaupte mal, die meisten von den bisherigen Fragen konnten wir auch so mit den Effekten ganz gut einschätzen. Da habe ich mich nur beim letzten Mal in dem Fall um diesen verdienten Bastille-Erstürmer Jean mich da nicht ganz so schlau angestellt. Das möchte ich wirklich jetzt in der normalen YouTube-Aufnahme besser machen. Das ist auch der Grund, warum ich das nicht mehr im Livestream aufnehmen will, weil das doch eine andere Situation ist, wenn ich etwas parallel übersetzen muss im Livestream, als wenn ich das hier in der YouTube-Folge mache, wo ich mir auch mal ein paar Sekunden Zeit lassen kann für jeden Text. Das ist immer noch nicht ganz einfach, aber ich denke, wir bekommen das oder ich bekomme das hin und ich hoffe, dass euch das auch gefällt. So, wir können die Eröffnungsnacht des Theaters besuchen, damit wir mal ein bisschen, ein bisschen von der schreckhaften oder schrecklichen Realität wegkommen. Würde bei Bernard und bei Mathilde für positives Ansehen sorgen, bei den anderen beiden hier wiederum nicht. Das heißt, Family Relations würden sich auch wieder verschlechtern, die Familienbeziehung. Wir könnten ja ein wenig mit den Kindern spielen, mit unseren Söhnen. Das würde natürlich die sehr erfreuen. Es würde Mathilde leider nicht ganz so gut gefallen. Wir könnten zusammen lesen. Das fände Mathilde und Frederik gut, aber Bernard nicht und Aldrich im Übrigen auch. Ja, ich glaube fast. Oder wir können zu einer prorevolutionären Demonstration gehen mit unseren Söhnen. Das verstimmt wiederum natürlich Mathilde und Aldrich und gefällt unseren beiden Söhnen. Ja, auch hier wieder kann man darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist, das alles so transparent zu machen. Denn man fängt natürlich an, die Werte hier anzuschauen und dann anhand der Werte zu entscheiden. Das ist, bin mir nicht sicher, ob ich das so gut finden soll. Eigentlich möchte ich ja rollenspielerisch an solche Spiele mal gerne rangehen, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, wenn mir dann hier die Effekte angezeigt werden. Ich verliere Influence, ich verliere hier Influence, also Einfluss auf die Leute und auf die Fraktion. Ah, es ist echt nicht einfach. Also, was das bewirkt, ist auf jeden Fall, dass man eine schwierigere Entscheidung hat, weil man halt weiß, was passieren wird. Ja, das wiederum ist die gute Seite des Ganzen. Die schlechtere Seite ist, dass wir natürlich sehr gamey manchmal entscheiden würden. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel nehmen, hätten wir auf jeden Fall mehr Einfluss auf die Revolutionäre zum Beispiel. Wobei Revolutionäre und Bürger haben wir ja aktuell wieder eine ordentliche Reputation, dadurch, dass ich den Fall diesmal etwas anders gelöst habe und den Jean habe freigelassen, weil die Anschuldigungen sich nicht hundertprozentig bestätigen ließen. Also man könnte das hier machen, finde ich aber eigentlich wenig sinnvoll, hatte ich schon gesagt. Ansonsten könnte ich, glaube ich, am ehesten damit leben, dass wir zusammen ein gutes Buch vor dem warmen Feuer lesen. Ich glaube, das werden wir machen. So, gefällt dem Opa, gefällt aber Bernard nicht so sehr, gefällt unserer Frau sehr gut und unserem Sohn natürlich auch ziemlich gut. Okay. So, Tag 4 in Akt 1 steht an. Ein neuer Tag, ein neuer Fall. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. So, Mathieu Burel. Oh, jetzt habe ich ihn, verdammt, jetzt müsstet ihr mal zurückspulen. Okay, in anderen Worten, ihr braucht unseren Segen, um auf Demonstranten zu schießen. Okay, sowas in der Richtung hat er uns hier vorgetragen, scheint irgendwie Militärmensch zu sein, Mathieu Burel. Die Leute können ihre Emotionen nicht in Zaum halten und verletzen andere Bürger in der Folge. Schau aus dem Fenster. Das nächste Mal werden sie vielleicht etwas Schlimmeres tun, als einfach nur Steine zu werfen. Okay, also es scheint hier darum zu gehen, dass in der Bevölkerung zunehmend Ausschreitungen an der Tagesordnung sind. Und ich würde mal interpretieren, dass er hier vom Militär möchte, dass wir erlauben in irgendeiner Form oder absegnen, dass sie dagegen vorgehen dürfen und auf die Leute sogar schießen dürfen. Aha, okay. Ja, okay. Es ist schmerzhaft mit anzusehen, dass die Unruhen in den Straßen von Paris weiter wachsen. Ah ja, okay. Das ist Commander in Chief, also sozusagen der ernannte Kommandant Burel.
Der Stadtkommandant sozusagen hat uns informiert, dass die Wachen nicht länger in der Lage sind, die Situation auf friedlichem Wege oder mit friedlichen Mitteln unter Kontrolle zu halten. Es wird empfohlen, dass er die Erlaubnis bekommt, direktere Methoden anzuwenden, um unschuldige Bürger zu schützen. Aber wir würden gerne die Meinung des Tribunals in diesem Fall anhören oder ja, gesagt bekommen. Jetzt steht da unten drin, I approve of the National Guard's use of force against ruffians ruining the capital. Also ich billige die Gewaltanwendung der Nationalgarde gegen Rüpel oder gegen Rabauken oder wie auch immer, die unsere Hauptstadt ja, in Schutt und Asche legen oder ruinieren. Raymond Devoyer, das sind wir. Wir haben die Wahl. Wir können das akzeptieren oder wir können das ablehnen. Ich glaube nicht, dass wir ein Hardliner sind, der hier diese Methoden gutheißt. Wir dürfen ja nicht vergessen, noch ist der König im Amt und die Nationalgarde wird natürlich im Namen des Königs hier für Ordnung sorgen wollen. Das ist auch verständlich, aber ich glaube, wenn es anfängt, dass sie von selbst schießen dürfen auf Bürger. Eieiei, also da bin ich, das halte ich für einen absolut falschen Weg, das zu erlauben. Das werden wir ablehnen, aber auf jeden Fall. Ah, okay, jetzt gibt es hier eine Erläuterung. Die Staatsgewalt sollte keine Gewalt gegen das Volk anwenden. Wenn es dazu tatsächlich kommt oder wenn das wirklich notwendig ist, dann hat sie bereits verloren. Ich werde dieses Dekret nicht absegnen oder dem Dekret nicht zustimmen. Ja, auf jeden Fall, das würde ich genauso argumentieren. Da setzen wir unsere Unterschrift runter. Zack. Das auf jeden Fall. Achso, jetzt können wir hier auch unseren Stempel reinsetzen. Machen wir hier auf die linke Seite. So, zack und plöps. Da wird gestempelt. So, das Ganze ist jetzt also offiziell. Ja, Mathieu ist nicht begeistert. Ohne dieses Dokument können wir einfach nur abwarten, bis die Bürger von Paris damit anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Und zwar vor unseren Augen. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Die Versammlung, also die Nationalversammlung wahrscheinlich, hat dieses Dekret vermutlich ausgestellt. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das bestimmt Robespierres Idee war. Ja, der Robespierre, das ist nämlich ein Hardliner, der hier versucht, gegen Missstimmungen im Volk direkt mit Gewalt vorzugehen. Das haben wir jetzt erstmal abgelehnt, oder zumindest haben wir unseren Segen dazu nicht gegeben. Das kann ja trotzdem noch passieren. Mal schauen. Okay, Raymond ist ja unser Lehrmeister hier. Wir sind ja gar nicht Raymond Devoyer. Stimmt. Okay. So, warum war sein Name eben auf dem Dokument? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das kriegen wir vielleicht noch raus. Also, ja, der Mob wollte erneut gleichzeitig als Richter und Jury zugleich handeln und Leute mitten auf der Straße an Straßenlaternen aufhängen. Der arme Pochard wurde fast aufgehangen. Pochard? Claude Pochard? Genau. Der geliebte Lehrer oder Tutor deines Sohn Frederiks. Du musstest ihn entlassen nach einem Zwischenfall nach seinem klerikalen Schwur. Da gab es irgendwie einen Zwischenfall damit. War das nicht so? Ja, Frederik erzählt mir immer noch von Zeit zu Zeit, dass er seinen Lehrer vermisst.
Okay, sie haben ihn also fast gehangen. Oh, unsere Mutter, unsere Frau meine ich, und unser Sohn tauchen auf. Was macht ihr hier? Die Verhandlung wird gleich starten. Ah, es geht um Monsieur Pochard. Ah, die Neuigkeit hat sich also schnell verbreitet. Er wurde angeklagt, konterrevolutionären Aktivitäten gefolgt zu haben, beigewohnt zu haben. Du kennst ihn, das kann nicht wahr sein, sagt mal unsere Frau Mathilde. Ja, so einfach ist das nicht. Bitte verlasst uns hier, bevor uns noch jemand hört. Papa, bitte. Geht nach Hause. Okay, jetzt wird hier Machtwort gesprochen. Denkt doch mal über die Familie nach, bitte. Nur dieses eine Mal. Papa. Okay, sie finden das überhaupt nicht gut. Und das ist, glaube ich, wir haben eine gute Beziehung mit unserer Frau und unserem jungen Sohn. Reputation minus 4. Ach so, weil wir jetzt einen Malus natürlich erneut bekommen hier durch unseren Enemy at the Courthouse. Das ist natürlich wirklich ärgerlich hier, dass unsere Reputation hier nur bei 1 liegt. Aber gut, die anderen Beziehungen mit dem Common Folk sind nicht so toll, aber gehen noch. Und auch mit den Revolutionären, das geht alles noch. Liebe Leute, wir haben nur einen Influence-Punkt dadurch, einen Einflusspunkt. Ja, jetzt sehen wir hier auch schon, also unsere Familie und die Bevölkerung, das geht alles auseinander. Unsere Familie möchte natürlich, weil es hier eben um den ehemaligen Lehrer unseres Sohnes geht, natürlich, dass der freigelassen wird. Die Revolutionäre wollen ihn im Gefängnis sehen und die einfachen Bürger haben so einen Hass anscheinend auf den Klerus hier und auf ihn als Vertreter, dass sie ihn sogar zu Tode, also mit Todesstrafe sehen wollen. Der soll unters Schafott. Ja, schauen wir uns doch erstmal an, worum es hier in dem Fall eigentlich geht. Das Ganze wurde eingereicht von Nathan Désiraphe. Und es geht um konterrevolutionäre Aktivitäten und um Verrat, Staatsverrat. Das ist natürlich eine harte Anschuldigung. Claude Pochard ist ein 26 Jahre alter Vikar und Lehrer. Der Sohn eines. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken nebenher. Ich hoffe, er nimmt. Ah, nee, er nimmt dann unseren Desktop hier auf, ne? Das ist ein bisschen blöd, dass das Spiel sich immer automatisch schließt. Ich habe dafür auch noch keine Lösung gefunden. Da müssen wir das jetzt mal offen lassen. Also, Sohn eines, das ist irgendein Berufsstand, glaube ich, hier, Cobbler. Er glaubt in die Ideale der Aufklärung. Okay. Nachdem er sich geweigert hat, der zivilen Konstitution, also Verfassung des Klerus zu folgen, nehme ich mal an, adjure, wurde er removed from his parish, prohibited from carrying out his duties and sentenced to banishment. Also er wurde sogar aus der. Er wurde irgendwie von seinem Posten entfernt, durfte seine Pflichten als Kleriker nicht mehr ausführen und wurde sogar verurteilt zur Verbannung. Okay, das wird wohl nicht vom Klerus ausgegangen sein, nehme ich mal an, sondern tatsächlich vom Volk hier irgendwie, über die Regierungsebene. Und trotz des Ganzen blieb er aber in Paris und verdingte sich weiter als Lehrer, which he started before 1789, also die er schon vor 1789 die Tätigkeit ausgeführt hatte. Das hat er also einfach weitergemacht, er hat das quasi ignoriert. Okay. Pochard wurde in den Straßen durch glückliche Umstände gefangen genommen, also quasi durch Zufall, durch zufällige Umstände. Ein Wachoffizier, der während der Verhandlungen vor ein paar Monaten zugegen war, hat ihn erkannt und nicht gezögert, sofort einzugreifen, zu handeln. Ja, okay. Nach einer sozusagen einer erstmaligen Untersuchung wurde Pochard in der Folge angeklagt, und zwar auf Spionage und der Verbreitung konterrevolutionärer Propaganda, um eine
eine ausländische Intervention vorzubereiten, die die Revolution beenden würde. Auch ganz spannend, dieser Vorwurf, dass man sozusagen Propaganda verbreitet, um ja quasi das Ausland dazu zu bewegen, hier in diesen Konflikt einzugreifen. Wir dürfen nicht vergessen, die aristokratischen Herrscher der umliegenden Länder haben natürlich große Sorge gehabt aufgrund der Aktivitäten der französischen Revolutionszeit und tatsächlich sehr genau da drauf geschaut, was da passiert. Von daher war dieser Vorwurf nicht hundertprozentig aus der Luft gegriffen, aber natürlich auch als Vorwand häufig genommen, um Leute eben aburteilen zu können. Das ist also hier ein ganz spannender Hintergrund. Das wurde ja übrigens auch in The Council thematisiert, wenn ihr euch noch erinnert an das Adventure-Spiel, das ja so ein bisschen dieses Fantasy-Setting auf der Insel hatte, mit diesem komischen Lord, der in Wirklichkeit irgendeiner super alten Rasse angehört, und dann wurde das Ganze irgendwie ganz Fantasy-like, aber da ging es ja auch um Napoleon zum Beispiel und auch um ein Tribunalsmitglied, die da auf der Insel sozusagen eingeladen waren. Und da ging es auch um die Thematik, dass hier ausländische Mächte in die Französische Revolution eingreifen würden oder eingegriffen haben. Ich glaube, das spielte nach 1789, ein paar Jahre später. Aber gut, das nur so zur Erläuterung. So, was haben wir noch? Die Korrespondenz mit dem Erzbischof Jean Arsène de Breteuil wurde in einem Raum oder in einem Zimmer von Pochard gefunden, welches er von Marie Jumet gemietet hatte. Okay, das ist also hier eine weitere Dame, die hier reinkommt ins Spiel. In diesem Brief wurde der Kleriker nach Informationen über die Unruhen und die versteckten Unterstützer der Monarchie befragt oder gefragt, genau. Riches were also found, also es wurden auch Reichtümer bei ihm gefunden, ne? Kirchliche Reichtümer, ja schon ein ewiger Zankapfel der Geschichte sozusagen. Und zwar ein goldener Kelch und ein Reliquar oder Reliquar, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen heißt, ich bin jetzt kein Kirchenmann, dass ich das wüsste, aber okay, das ist schon mal das, was wir hier erfahren. Und dann auf der zweiten Seite, außerdem, ja, kommt jetzt noch der Claude ins Spiel, und zwar der Direktor eines Waisenhauses. Taught and testified, the tutor would question, no. Also wurde quasi unter einer Eidesaussage oder hat eine Eidesaussage abgegeben, dass der Tutor, also um den es hier geht, der Angeklagte Pochard, der Claude Pochard, die Gesetze der Revolution vor seinen Schülern in Frage stellen würde, und sagte dabei aus, es wäre weniger wichtig, also die Gesetze der Revolution wären weniger wichtig als die Gesetze, die uns durch Gott quasi gegeben worden seien. Und das Beweisstück ist ein Brief an Claude Pochard. Okay, daraus können wir vielleicht schon ein paar Sachen machen. was haben wir denn hier? Course of Events, Accusation, Counterrevolution, Offenders Personality. Okay, Letter from the Archbishop. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Also machen wir uns nochmal klar, wer möchte hier was. Wir wissen noch nicht, was die Jury möchte. Wir wissen, das Volk möchte ihn auf jeden Fall unter die Guillotine bringen. Die Revolutionäre, die sagen, okay, es reicht vielleicht auch, wenn wir ihn ins Gefängnis bringen, aber schuldig ist er auf jeden Fall. Unsere Familie sagt, er muss freigelassen werden, denn natürlich hat unsere Familie eine Beziehung zu ihm als Kleriker. Wir sind also hier nicht ganz... Eigentlich als Richter müsste man hier feststellen, nach modernen Standards sind wir natürlich befangen. Und dementsprechend, ja. Gut, wir haben einen einzigen Beweis. Das ist der Brief des Erzbischofs. Das haben wir auf jeden Fall. Mehr Beweise haben wir hier nicht. Achso, doch. Church Riches wurden, glaube ich, noch gefunden. Hieß es irgendwie, ne? Riches were also found. Das sind natürlich eigentlich auch schon Beweise in diesem Fall, genau. Ja. Okay, wir haben noch 6 Fragen, die wir
die wir freischalten können. Da müssen wir jetzt wirklich sehr, sehr genau überlegen. Also Accusation ist auf jeden Fall dass er Propaganda verbreitet hat, dass er spioniert hat. Parish Priest? Oh Mann, jetzt müsste ich tatsächlich mal gucken, auch wenn ihr jetzt hier leider nebenher hier meinen tollen Hintergrund seht. Das lässt sich leider nicht ändern, liebe Leute. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das nebenher immer wieder schließt, das Spiel. So, ich kann das auch wieder hoch machen, aber wenn ich halt hier was eingebe, muss ich das leider so machen. Aber das gibt es nur als Noun im Englischen, oder wie? Substantiv. Hat was mit Gemeinde, Pfarr, Punkt zu tun. Also als Adjektiv dann. Also er war ein Gemeindepriester, okay, und wurde aus seiner Kirchengemeinde irgendwie verbannt. Das haben wir auf jeden Fall rausgefunden hier. Achso, wir können ihn natürlich auch erstmal befragen, entschuldigt. Das sollten wir vielleicht am Anfang mal tun. Also, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Ja, Monsieur Richter, Sie kennen mich. Geben Sie Ihre personenbezogenen Informationen an oder es wird Konsequenzen geben. Wird natürlich niemand so übersetzen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Nennen Sie Ihren Namen, könnte man auch sagen. Claude Bouchard, Herr Richter. Sie stehen hier unter der Anklage der Spionage für die Konterrevolutionäre und der Kritik an bestehenden Verhältnissen, an der bestehenden Machtverhältnis, am bestehenden Machtverhältnis. geben Sie Ihre Straftaten zu. Ich bin unschuldig. Die Anklage ist übertrieben und ist entstanden aus der Bösartigkeit der Anschuldiger. Okay. Zu implizieren, dass das revolutionäre verzeiht, ich habe gerade ein bisschen was im Hals sitzen. zu implizieren, dass die revolutionäre Regierung bösartig handelt, typisch für einen Paris, sagt Antoine. Der hat natürlich eine ganz starke Meinung dazu. Okay, jetzt können wir wieder ins Case-File reingehen. Tutor, da können wir auf jeden Fall Course of Events, glaube ich, machen, ne? Genau. Also das ist quasi das, was er am Anfang gemacht hat. Dann war er Gemeindepriester. Nee, das stimmt nicht. Okay. Er wurde auf jeden Fall gebanished dann. Okay, ja, das passt. zwei Fragen haben wir noch. Genau, also dass er Gemeindepriester war und die Propaganda verbreitet hat, das sollte eigentlich beides auf Konterrevolution bezogen sein. Ja, alle Fragen freigeschaltet. Okay. So, ich muss mal kurz was trinken. Damit ich hier meine Stimme nicht verliere, denn das hat gerade ziemlich unangenehm sich im Hals angefühlt. So, angefühlt. So rum. Ja, also. Wir könnten jetzt verschiedene Dinge sagen. Die Frage ist, was wollen wir tun? Wollen wir unserer Familie beipflichten, den Revolutionären oder dem gemeinen Volk? Wir sollten vielleicht, bevor wir auf die ganz extremen... Es wird aber auf die Jurymeinung Einfluss haben. Ich glaube, wir wollen schon am ehesten unsere Familie an dieser Stelle befriedigen und am wenigsten das gemeine Volk oder die Revolutionäre. Denn ja, unsere Familie ist uns eben besonders wichtig hier im Spiel. Dementsprechend ja, werden wir... Wer war denn Marie Guimet? Das war die, die das Zimmer an ihn vermietet hat, ne?
Schauen wir mal, ob wir ihn freigesprochen bekommen. Wir haben ja schon mal zwei Aussagen, die wir benutzen können, um da die Jurymeinung zu beeinflussen. Also, der Angeklagte ist sehr exzessiv, also sehr ausführlich rund um Paris herumgekommen, herumgereist. Warum eigentlich? Wozu? Ich lehre überall da, wo ich Schüler finden kann. Um das zu tun, braucht es Zeit und Mühen, das muss ich gestehen. Ist das der Grund, warum sie Gold oder Reichtümer oder ja, eben Gold von ihren Mitverschwörern aus dem Ausland bekommen haben? Fragt jetzt Antoine ganz suggestiv. Er reist in Frankreich herum, um Leute auszuspionieren, kommt es hier aus der Zuschauerecke. Übrigens hier, die Fenster sind tatsächlich eingeschlagen im Hintergrund, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Sehe ich auch aber gerade erst. So, das einzige Geld, das ich sehe, kommt von den Sorgeberechtigten meiner Schüler. Es ist überhaupt nicht unlauter, also das Geld, was er annimmt, ist überhaupt nicht unlauter oder in irgendeiner Form kompromittiert, das meint er hier. So, dann fragen wir, also wo kamen dann bitteschön die Reichtümer, die in ihrem Zimmer gefunden wurden? Oh, jetzt muss ich wieder was nachgucken. Coutremons, ich kann es mir vorstellen. Aber ich muss es wirklich nachgucken. Accoutrements. So, das Spiel mache ich wieder hoch. Das ist wirklich ein bisschen nervig, dass ich das immer von selber schließe, weil es lässt sich auch nicht wirklich lösen. Aber gut, das immer wieder zu erwähnen, bringt ja auch nichts. Das sind, ja, Requisiten. Ja, also liturgische Requisiten quasi, die er für seine klerikale Praxis sozusagen braucht. Ne? Eben so ein goldener Kelch beispielsweise, haben wir ja schon gehört und so weiter. Ja, ich habe sie vor der Plünderung der Kirche in Compans gerettet. Ich würde lieber hungern, als diese Gegenstände zu verkaufen. Fanatiker, Dieb, kommt es da von hinten. Hehler, der, ach Gott, jetzt komme ich auf den Begriff wieder nicht, Superstition. Das Aberglauben, genau. Der Hehler des Aberglauben oder ein Hehler des Aberglauben. Okay. Ja, wir fragen die nächste Frage, die ihn auf jeden Fall ein bisschen Richtung Freispruch bringen wird. Warum wurde der Angeklagte oder warum hat der Angeklagte seine Lehren fortgesetzt, anstatt einfach Frankreich zu verlassen? Meine Pflicht, anderen zu helfen, wenn ich nicht in der Lage bin, als Priester Hilfe anzubieten, dann sollte ich zumindest ein bisschen von meinem Wissen mit anderen teilen. Dein Wissen ist katholische Propaganda. Ich bevorzuge den Begriff katholische Werte. Okay, er ist ganz schön mutig hier. Lässt sich auf jeden Fall nicht irgendwie beeinflussen. Ja, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr weiter fragen, denn die Jurymeinung ist auch Freispruch, unsere Familienmeinung ist Freispruch. Wir werden natürlich die anderen Beteiligten hier, also die einfachen Leute, ziemlich vor den Kopf stoßen und auch ein bisschen den Revolutionären. Aber ich denke, in dem Fall sind wir befangen und handeln natürlich auch befangen. So, das hatten wir schon. Das ist schon ganz alt hier, diese Events, die wir hatten. Da gab es jetzt auch noch keine neuen. Und ich würde sagen, damit schließen wir diesen Fall und werden ihn freilassen. Ihr seht schon, ja, die Bürger sind mit uns wieder sehr unzufrieden, allerdings die Revolutionäre etwas weniger. Ja, ich befinde den Angeklagten oder den Verteidiger, also Angeklagten, Defendant heißt ja eigentlich Verteidiger, aber es meint den Angeklagten, für nicht schuldig. Das unterschreiben wir. Liebe Leute, da könnt ihr hinten schreien, was ihr wollt. Stempel drauf. Und damit hat sich das.
Ja, da wird quasi jetzt ein persönlicher Gefallen irgendwie eingelöst, aber das finde ich aber auch sehr, sehr legitim, denn unsere Familie, die steht uns hier wirklich über. Im Zweifelsfall über allen anderen, außer wir sind kurz vorm Schafott selbst oder sind kurz vor der Absetzung. Dann müssen wir natürlich ein bisschen schauen, ob wir da was anderes machen, aber ich finde hier das absolut passend. What valuables were seized from the defendant? Also welche Wertgegenstände hat er sich gesichert? Das war genau das goldene Kelch. Das ist so ein bisschen wie so eine Wissensfrage, wie in der Schule, wenn man irgendwie, ob man einen Text gelesen hat oder so eine Textkenntnisfrage irgendwie. Das wissen wir. Wo waren die Verräter, mit denen der Angeklagte also geschrieben hat? Verortet. I don't know. I really don't know. Das wissen wir nicht, weil wir das nicht erfragt haben. Das ist. Ah, genau, okay. Jetzt verstehe ich auch, worin der Sinn dieser Mechanik besteht. Das soll sozusagen es auch ein bisschen schwerer machen. Ups, jetzt habe ich mein Mikro wieder gestoßen, sorry. Das soll es ein bisschen schwerer machen, denn. Da wir nicht alles gefragt haben, sondern nur einen Bruchteil, um ihn freizusprechen, haben wir natürlich wesentliche Informationen aus dem Fall jetzt nicht erhalten und müssen uns jetzt hier entweder raten mit einer Drittelchance oder halt einen Influence-Punkt ausgeben, einen Einflusspunkt. Ich sage immer Influence-Punkt. Mal gucken, können wir vielleicht die letzte Frage wenigstens schon mal beantworten? Wie viel hat der Angeklagte für seine Spionage bekommen. Auch das wissen wir nicht. 2, 3 oder 4 Franc. Ach so, 2 oder 4 Franc pro Woche oder 3 Franc pro Monat. Das finde ich absolut wenig. Ich weiß nicht, wie viel Franc damals im heutigen Euro-Wert sozusagen umgerechnet sind. Wahrscheinlich viele, viele Euro, aber ich würde mal schätzen. 2 pro Woche wäre 2, 4, 6, 8 Franc pro Monat. Das wäre ja viel mehr wie die 3. Also das halte ich für absolut unwahrscheinlich. 4 Franc pro Woche halte ich wiederum für sehr, sehr viel. Ich denke auch, die werden ihm 2 gegeben haben, würde ich jetzt mal schätzen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, woher kommen eigentlich die Verräter, mit denen er korrespondiert hat. Aus England denke ich mal eher nicht, denn England ist ein nicht wirklich dominant katholisches Land, sondern eher von Protestanten eben geprägt, auch in der Zeit. Dementsprechend denke ich eher nicht, dass dort großartig korrespondiert wurde mit England. Die Schweiz könnte natürlich sein, aber ich denke, also von der reinen Logik her würde es Sinn machen, dass Spanien als erzkatholische Macht sozusagen hier ein Interesse hat. Vor allen Dingen, weil Spanien auch ein großes Interesse an den Geschehnissen in Frankreich hat und hatte historisch. Deswegen hoffe ich, dass wir da richtig entschieden haben. Wir werden es natürlich erfahren. Ja, das Gerichtsurteil lautet nicht schuldig. Bringen Sie den Angeklagten fort. Sind Sie wahnsinnig? Ihr solltet beide umgebracht werden. Wie können Sie einen Agenten des Papstes freilassen? Ja. Da ich es kann. Okay, das mit Spanien war nicht richtig, dann wird es wahrscheinlich die Schweiz gewesen sein. Aber immerhin 2 von 3, das ist irgendwie noch gut genug, offensichtlich. Wir bekommen wieder einen Reputations- und einen Einflusspunkt, aber sind natürlich beim Volk jetzt wirklich ganz schlecht gelitten, dass wir hier den Klerus oder den Kleriker freigelassen haben. Aber damit müssen wir dann entsprechend leben, liebe Leute. Okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, was es bei unserer Familie zu tun gibt und schauen uns auch wieder den nächsten Fall an. Bin sehr gespannt. Bisher sind das sehr abwechslungsreiche Fälle und auch sehr interessante Ausgangslagen, wo wir uns wirklich viel Gedanken machen müssen. Das sind immer sehr lange Folgen, aber ich finde das auch in Ordnung. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich das hier so übersetze. Und ich hoffe, ich habe nicht irgendwie irgendeinen Sinn total verdreht oder so oder irgendetwas in Nuancen hier falsch übersetzt. Wie gesagt, manchmal weiß man bestimmte Begriffe einfach nicht aus dem Englischen. Es wäre wirklich schön, wenn noch eine deutsche Version erscheinen würde. Die Entwickler haben sich inzwischen auch dazu geäußert, dass sie das gehört haben, dass es viele deutschsprachige Spieler gibt, die sich das wünschen, aber es ist noch nichts Konkretes geplant nach ihrer eigenen Aussage. Also auf
kurze Zeit werden wir auf jeden Fall keine deutsche Übersetzung haben. Vielleicht in wenigen Monaten oder so. Mal schauen, wie schnell sie da sind und ob sie da was machen. Das hörte sich fast so an, aber wir müssen einfach abwarten. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr wart wieder gut unterhalten von unserem Richter hier und seinen doch nicht immer ganz so sauberen Entscheidungen. Aber ja, darum geht es hier eben auch, ne? Im Richterstribunal, im Tribunal hier der Revolution. Wir können es nicht immer allen recht machen und unsere Familie, würde ich sagen, die steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Okay. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Tassenauer sagt ciao, ciao.